meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute werden wir die Amsterdam Metallics auf Herz und Nieren testen. Jetzt legen wir direkt los. Ich möchte mit euch heute was Abstraktes schaffen. Ich habe uns schöne metallische Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Silber, mit 24K Gold, mit Kupfer und mit Schwarz. Also tatsächlich werden wir nur mit drei Farben plus Schwarz arbeiten. Und heute möchte ich im Ring Pur Thema arbeiten. Ich werde heute aus dem Messbecher Ring Puren. Meine hat hier 1 Liter Fassungsvermögen, das werden wir auch brauchen. Wir arbeiten heute auf einer 50 x 50 cm quadratischen Leinwand. Okay. Für den Ring Pur werde ich nun meine Farben nach und nach schichten und ich beginne mit Schwarz. Ich werde versuchen, kleine Schichten zu machen heute. Der Start ist gemacht, also ich leere unser Schwarz, unser Gold, dann wieder unser Schwarz, unser Silber, ich möchte heute nicht, dass sich die Farben zu sehr vermischen. Allerdings habe ich ja vorher schon gesagt, es soll abstrakt werden und ein bisschen künstlerische Freiheit sei uns ja auch gestattet. Also, ihr könnt hier gut erkennen, wie sich schon unser Muster bildet. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera so schön sehen könnt wie ich, aber die Amsterdam Acrylics sind wirklich so glänzend. Dass ich hier auf der Leinwand ein bisschen rumgekleckert habe, darüber brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Da kommt im späteren Verlauf genug Acrylfarbe darüber, dass wir uns darüber gar keine Sorgen machen müssen. Ihr könnt auch sehen, ich nehme immer ein bisschen mehr Farbe als Schwarz, also tatsächlich das Schwarz gebe ich nur, um die Farben ein bisschen zu separieren. Ich möchte auch nicht, dass es zu dunkel wird. So, ich brauche nur noch den Rest unserer Farbe auf. Beim Ring Pur, meine Lieben, müsst ihr immer beachten, die Farbe, die ihr als letztes in euren Messbecher gebt, die wird später ganz oben sichtbar sein. Und deswegen verwende ich jetzt hier nur noch unsere metallischen Farben. Gebe ich noch ein bisschen im Wechsel. Unser Gold, unser Kupfer und unser Silber. Wunderbar, unsere Becher sind leer. Und ihr könnt hier schon echt gut sehen, wie schön die Farben zusammengehen. Ich habe mir überlegt, ich möchte heute 2 Ring Purs machen. Ein
ungefähr im oberen linken Drittel und ein ungefähr im rechten unteren Drittel. Das Ganze möchte ich dann ausdehnen, damit es wirklich schön abstrakt wird. Also, legen wir mal los. Ich beginne mit den oberen. Es ist immer so schwierig beim Ring Pull. Ich vergesse immer zu atmen. Ich halte immer die Luft an. Aber Leute, vergesst nicht zu atmen. Ich werde nun mit meinem zweiten Ring beginnen. Je nachdem, wie viel Farbe ich habe, vielleicht mache ich auch hier noch zwei kleine, aber das sehe ich mir gleich an. Schön langsam. Ihr Lieben, also wenn ihr es nachmacht, vergesst nicht zu atmen. Okay, also was ich ganz spannend finde, obwohl wir einen Becher nur gelayert haben und es die gleichen Farben sind, sind die beiden Kreise total unterschiedlich. Ich glaube, damit können wir später ein richtig schönes Ergebnis erzielen. Also ich habe hier noch genug Farbe in meinem Messbecher, also werde ich jetzt hier oben noch einen Kreis machen, einmal gut Luft holen. Und hier unten mache ich auch noch einen Kreis. Wie ihr hier gut erkennen könnt, variiere ich ein bisschen mit meinen Mustern. Also wir haben jetzt hier vier Kreise, alle sehen unterschiedlich aus. Und nun habe ich mir überlegt, ich könnte auch hier oben noch ein paar Muster machen. Ich meine, ich dehne das Ganze dann sowieso aus, aber dass wir viele verschiedene Schichten haben, das könnte echt spannend sein. Also, ich lasse jetzt einfach meiner Kreativität mal freien Lauf und wir probieren es aus. Ihr könnt sehen, die Farben möchten hier schon zusammen.
Ich versuche hier ein paar verschiedene Muster zu machen. Ich glaube, ich bin mutig und mache jetzt noch ein hier in der Mitte. Das hier soll der ordentlichste werden, deswegen könnt ihr gut sehen, dass ich mit meiner Hand eine kreisförmige Bewegung mache. Ich finde das jetzt wirklich schon spannend. Selbstverständlich enthalten meine Farben heute keine Zusätze. Guck mal her, wir kriegen hier sogar schon ein paar kleine Zellen. Zum Mischverhältnis meiner Farben kann ich euch noch sagen, selbstverständlich enthalten sie keinerlei Zusätze, keinerlei Öle oder Zellactivator oder sonstiges. Meine Farben sind heute ein bisschen dicker abgemischt. Sie sind im Verhältnis 1:2, also ein Teil Acrylfarbe, zwei Teile Medium und kein Wasser. Und es gibt da oben ja immer noch den Acrylgott, der uns hier diese schönen Zellen schenkt. Ich wollte abstrakt, ich kriege abstrakt. Und jetzt ist es Zeit, das Baby hier einmal schön auszudehnen. Ich schnapp mir Handschuhe und dann legen wir los. Alles klar, ich möchte mir diesen Ring hier in der Mitte erhalten. Ich möchte aber auch versuchen, dass ich hier diese Muster ein bisschen dehne, dass sie wirklich gut zu erkennen sind. Also legen wir mal los, ganz vorsichtig. Ja, das ist cool. Okay, ihr Lieben, was sagen wir? Ich finde, es sieht schon sehr cool aus. Man kann das Gold und das Silber und das Kupfer gut erkennen. Nun möchte ich allerdings gucken, dass ich noch ein paar gewollte Zellen bekomme. Ich habe mir hier ein bisschen perlweiße Farbe abgemischt. Das könnt ihr hier sehr gut sehen. Der Unterschied von Perlweiß zu Titanienweiß ist, dass das Perlweiß sehr schimmrig ist und auch nicht so leuchtend wie Titanienweiß. Ihr seht, für den Swipe benutze ich ein kleines Palettenmesser. Tunkt es in meine Farbe. Und ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht alles. Aber ich möchte nur kleine Akzente setzen. Ich lasse mein Palettenmesser gut abtropfen. Und swipe einmal von oben nach unten. Und ihr könnt schon sehen, das macht echt einen coolen Effekt, oder? Also mir gefällt das echt gut. So, möchte ich noch einen Swipe machen? Ich glaube schon. Wie wär's hier, wenn wir hier swipen? Ihr könnt sehen, meine Swipe-Farbe ist echt flüssig, deswegen tropft wirklich euer Palettenmesser gut ab.
Nach jedem Swipe mache ich mein Palettenmesser ein bisschen sauber. Also, wie ihr gut erkennen könnt, mache ich nur noch ein paar ganz feine, dünne Swipes. Aber ich wollte abstrakt, wir haben abstrakt. Ich finde es echt cool. So, ich möchte nicht mehr zu viele Swipes haben. Vielleicht aber schon hier oben. Die ganze Ecke. Darf sich auch gerne ein bisschen abheben. Ich möchte auch nicht, dass jeder Swipe gleich aussieht. Schaut mal, wie schön die Zellen rauskommen. Meine Lieben, wie ihr gut erkennen könnt, mache ich jetzt mit meinem Palettenmesser ohne Farbe noch ein paar kleine Details. Ich weiß, ich sage das oft zu euch, aber das ist natürlich ein Step, den ihr überspringen könnt, wenn ihr es nachpüren möchtet. Ich wollte heute abstrakt und mich ein bisschen austoben. Aber vergesst nicht, was ich euch immer sage, alles was ihr macht ist schön und alles was ihr macht ist toll. Kunst ist Interpretationssache. Ich habe heute einfach Lust, ein bisschen zu übertreiben. Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Kommt mal ein bisschen näher ran, dann zeige ich euch die Details. Von unserem anfänglichen Ring Pour können wir hier noch ganz gut die einzelnen Schichten erkennen. Das finde ich auch sehr schön, dass uns das erhalten geblieben ist. Ich habe mich dann dazu entschieden, noch ein paar Zellen oder Laces, so wie hier, einzuarbeiten. Und ich muss sagen, ich finde es so interessant. Die Farbkombination finde ich super, also die Amsterdam Metallics haben wirklich einen guten Job gemacht. Es schimmert total schön, je nachdem wo das Licht hinauf will. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Höchstwahrscheinlich werde ich dieses Schätzchen noch mit einer Schicht Harz versehen, dass uns einfach dieser schöne Glanz erhalten bleibt. Und jetzt seid ihr gefragt, ihr Lieben, was sagt ihr zu unserem heutigen abstrakten Gemälde? Findet ihr abstrakt cool oder ist es eher nicht so euer Genre, wo ihr sagt, ihr fühlt euch wohl damit. Macht ihr sowas auch gerne oder soll es eher eine Form haben? Ich möchte, dass mein Channel für euch perfekt ist und deswegen schreibt mir gerne eure Wünsche oder Anregungen unten in die Kommentare. Wenn ihr künftig nichts mehr von mir verpassen möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zugucken und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben!